Welche Anime bekommen bald eine Fortsetzung? Die stelle ich dir alle vor, gleich nach dem Intro. Es ist der Traum der Träume, der Wunsch, den jeder Anime-Fan hat. Sein Lieblingsanime bekommt eine Fortsetzung. Und für viele wird dieser heute wahr, denn bald erhalten wieder einige Anime eine weitere Staffel oder auch einen Film. Schon in der Winter Season war dies der Fall. Unzählige Anime gingen weiter. Schon fast so viele, dass ich sie gar nicht alle aufzählen konnte. Doch auch in der nächsten Season geht es mit den Fortsetzungen weiter. Aber bevor wir beginnen, wie immer gilt, wenn dir das Video gefällt, dann drücke auf den Like-Button und abonniere den Kanal, um keine News mehr zu verpassen. Denn wer weiß, vielleicht bekommt auch bald dein Lieblingsanime eine Fortsetzung. Und das willst du doch nicht verpassen, oder? Bevor wir aber zu den neuen Fortsetzungen kommen, so laufen auch in der nächsten Season noch ein paar Anime weiter. Einmal wäre da die Spinnenserie So I'm a Spider, So What. Dieser ganz besondere Isekai-Anime bekommt also nicht nur 12 Folgen. Bei uns gibt es die Serie bei Crunchyroll. Da sogar mit Synchro. Weiter geht's mit Back Arrow, der Roboter-Fantasy-Anime bei Wakanim. Sah zuerst eigentlich ganz nett aus, aber ich denke, dass die meisten ihn schon abgebrochen haben. Nicht nur wegen den Mecha-Kämpfen. Auch die Story ist einfach zu 0815. Da lieber was anderes schauen. Vielleicht ja Seven Deadly Sins. Da läuft gerade in Japan die 4. Staffel. Bei uns leider noch nicht. So ist es nicht mal bekannt, wann sie auf Netflix erscheint. Ich rechne aber frühestens im Sommer damit. Allein schon, weil auch die Serie eben nicht nach 12 Folgen endet. Und dann muss sie noch synchronisiert werden. Wird also wohl etwas dauern. Kommen wir aber nun zu den ganz neuen Fortsetzungen. Beginnen wir gleich mit einer richtigen Überraschung. So geht nämlich der Box-Anime Megalobox weiter. Das hat man nach dem Ende von Staffel 1 nicht unbedingt gedacht. Aber nun ist es doch passiert. So spielt die Serie auch einige Jahre in der Zukunft. Aber mehr will ich dazu gar nicht sagen, denn logischerweise spoilere ich hier nichts. Also sage ich auch nicht, was in der neuen Staffel passieren könnte. Was man nur wissen sollte ist, dass Megalobox kein normaler Sportanime ist. Denn hier tragen die Sportler Exoskelette. Mit diesen wird ihre Schlagkraft enorm gesteigert. Passt man also nicht auf, ist man schneller K.O. als man denkt. Unser Protagonist Junk Dog schummelt und mit Wettbetrug ein bisschen Money zu machen. Doch nun will er wirklich kämpfen. Ohne Betrug. Mit reiner Körperkraft, Taktik und Geschick. Wird er es bis ganz an die Spitze schaffen? Megalobox startet im April. Wann genau ist noch nicht bekannt. Aber man kann von Anfang April ausgehen. Staffel 1 gibt es fast überall. Und zwar bei Netflix, Anime On Demand und Animax Plus. Doch bevor wir mit dem eigentlichen Thema weitermachen, ich habe da mal eine Frage an euch. Mögt ihr Waifus? Das hoffe ich doch. Denn dann ist Honkai Impact perfekt für euch. Aber warte mal, Kaisen. Ist das nicht das Spiel von... Ja genau, Honkai Impact kommt von den Genshin-Entwicklern. Das Spiel zocke ich auch regelmäßig auf Twitch. So ist Honkai Impact ein kostenloses 3D-Action-Rollenspiel. Zentral sind natürlich die Mädels. Aber auch die Kämpfe sind grandios inszeniert. Das bringt euer Smartphone zum Glühen. Aber nicht nur dort gibt es das Spiel, sondern auch auf dem PC. Nun gibt es ein neues, großes Jubiläums-Event. Dabei kriegt man über 40 Versorgungskarten. Ja, Halleluja. Außerdem bekommt man die Figur der Herrscher of the Voidant. Ja, der Herrscher ist die offizielle Bezeichnung. Gleich sympathisch mit dem deutschen Wort. Sie ist auch eine der mächtigsten Königinnen im Spiel. Ihre exklusive Waffe bekommst du natürlich auch. Des Weiteren gibt es auch eine neue Rolle. Und zwar der Herrscher of the Sentience. So hat der Herrscher endlich seine verborgenen Kräfte entfesselt. Der Waffenkoffer von ihr enthält ein Schwert, eine Peitsche und ein Speer. Mit Ult kannst du leicht zwischen den Waffen wechseln. Schon mit 125 SP halte die Taste gedrückt und entfessle ihre mächtige AOE-Attacke. Dann wechselst du auch in die Herrscherform. Wie verrückt greift sie dann ihr Ziel an und betäubt es. Davon wird sich der Feind nicht mehr erholen. Jeder bekommt das Kostüm, der am Event teilnimmt. Also worauf wartest du noch? Downloade das Spiel jetzt und benutze den Giftcode GUUE8C5T5F, um noch mehr Gratis-Inhalte zu bekommen. Nun aber weiter mit dem Video. Romantisch wird es dagegen in Fruits Basket. Dort geht es um die junge Tooru. Die ist nach einer Familientragödie obdachlos. Nun lebt sie in einem Zelt. Doch auch das wird ihr eines Tages genommen. Zum Glück nimmt sie die Soma-Familie auf. Doch die haben ein Geheimnis. Wenn sie in Kontakt mit dem anderen Geschlecht kommen, verwandeln sie sich in Tiere. Wird Tooru damit klarkommen? Fruits Basket erhält im April seine 3. und finale Staffel. Somit wurde auch der komplette Manga adaptiert. Hoffentlich wird sowas häufiger gemacht. Bei uns gibt es die Serie auf Wakanim. Machen wir nun weiter mit Moriarty the Patriot. Diese Drama-Krimiserie wurde in 2 Hälften geteilt. Im April geht es dann mit der 2. weiter. Wie man es sich schon denkt,
denken kann, geht es hier um Moriarty, der Gegenspieler von Sherlock Holmes. Er ist zwar adelig, doch er hat sich geschworen, eben genau an diesen Rache zu nehmen. Aber nicht nur das, dabei will er immer das perfekte Verbrechen begehen, sodass nie jemand herausfinden wird, dass er es war. Wird er es auch diesmal schaffen, oder ist Sherlock Holmes ihm doch zu dicht auf den Fersen? Den ersten Teil von Moriarty the Patriot gibt es bei Wakanim. Kommen wir nun zu Welcome to Demon School Iruma-kun. So geht es dort um einen Schüler, der gerne anderen Menschen hilft. Darf ich vorstellen, Mr. 0815 Protagonist. Doch es gibt einen Twist. So geht er nämlich an eine Schule für Dämonen, obwohl er ein Mensch ist. Ja, ob das gut gehen wird, ähnelt also ein wenig Rosario plus Vampire. Am 17. April startet die zweite Staffel. Die erste findest du bei Crunchyroll. Weiter geht's mit The Slime Diaries. Dies ist ein guter Lückenfüller für den Slime Isekai. Denn leider legt Staffel 2 eine 3-monatige Pause ein. In der Zwischenzeit blättert man also in den Tagebüchern und erinnert sich an kurze, aber lustige Geschichten. Alltägliche Dinge, die aber trotzdem erzählenswert sind. The Slime Diaries wird sicherlich keine Bäume ausreißen oder das Internet auf den Kopf stellen, aber eben hoffentlich ein guter Lückenfüller sein. Wäre cool, wenn man sowas öfters machen würde. Los geht's am 6. April, und zwar auf Crunchyroll. Da kann man auch die Hauptserie schauen. Bevor wir aber mit den Serien weitermachen, kommen wir doch zu den Filmen. Denn auch das ist eine Möglichkeit, um einen Anime weiterzuführen. Los geht's mit Fate Grand Order Camelot Teil 2. Und wer sich jetzt denkt, wait a minute, Fate Grand Order Camelot? Ich steige nicht mal durch die normalen Fate-Teile durch. Was ist denn jetzt dieses Grand Order-Ding? Lass es mich dir erklären. In Fate Grand Order reisen unsere Protagonisten in die Vergangenheit. Da müssen sie einige Probleme beheben, um ihre Zukunft zu retten. Und Camelot ist eben ein Teil dieser Reise. Klingt gar nicht so kompliziert, oder? Ist es auch nicht. Denn viel Vorwissen muss man nicht unbedingt haben. Ich würde aber trotzdem nicht mit Fate Grand Order beginnen. Dann lieber Fate Zero oder Fate Unlimited Blade Works. Die mag ich deutlich mehr. Gibt es auch beide auf Netflix. Das Fate Grand Order Universum ist dagegen bei Wakanim zu Hause. Fate Grand Order Camelot 2 soll am 8. Mai starten. Weiter geht's mit Knights of Sidonia. Dieser Sci-Fi-Action-Anime bekommt einen Film. Eigentlich würde ich mich da gerne drüber freuen. Doch leider wurde die Serie erst vor kurzem von Netflix entfernt. Und aktuell kann man sie somit nirgendwo mehr schauen. Nicht mal kaufen. Ob wir also überhaupt den Film bei uns sehen können, steht noch in den Sternen. Außerdem sollte man auch wissen, dass dieser eine eigene Geschichte erzählt. Er adaptiert also keine Story aus dem Manga. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. In Japan geht es am 14. Mai los. Schon im März wird dann wieder geballert. Und zwar bei Girls in Panzer. So startet nämlich endlich der dritte Film. Dieser ist Teil einer 6-teiligen Filmreihe. Die soll dann auch diese ganz besondere Serie abschließen. So geht es dort um eine neue Sportart. Und in der klettern Mädels im Panzer und kämpfen gegeneinander. Ach Japan, wie bist du nur darauf gekommen? Eins sollte man aber dazu sagen. So sind die Filme recht kurz. Man könnte schon fast meinen, dass nur 2 Folgen aneinandergereiht sind. Was dann auch zu der Anzahl passt. Also 6 Filme à 2 Folgen gleich 12 Episoden. Aber nun, Fans werden sich über mehr Material sicherlich nicht beschweren. Bei uns gibt es die Serie bei Prime und die Filme auf Aniverse. Auch unser Superdetektiv kehrt dieses Jahr auf die große Leinwand zurück. Und zwar am 16. April mit Detective Con The Scarlet Bullet. Eigentlich sollte der schon letztes Jahr erscheinen, doch er wurde um ein ganzes Jahr verschoben. Fast zeitgleich soll er auch zu uns kommen. Und zwar am 27. April. Dann läuft er bei uns in den Kinos. Hoffen wir es zumindest. In der Zwischenzeit kann man ja nochmal die alten Folgen schauen. Und zwar bei AOD und neuerdings auch bei Crunchyroll. Kommen wir aber nun wieder zu den Serien. Los geht's mit SSS Dynasenon. Diese Roboter-Action-Serie spielt im selben Universum wie Gridman. Wie genau die beiden zusammenhängen, ist aber noch nicht bekannt. Bei uns gibt es Staffel 1 auf Wakanim. Und machen wir gleich weiter mit How Not to Summon a Demon Lord. Unser Protagonist wird in eine andere Welt beschworen. Eigentlich als Untergebener von 2 Damen. Doch er dreht den Zauber um. Nun sind die beiden an ihn gebunden. Und so sind sie auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Zauber wieder rückgängig zu machen. Dabei stellen sich ihnen viele Feinde in den Weg. Diese bringen unseren Protagonisten auch öfters mal in Schwitzen, sind also nicht solche Pappaufsteller wie viele andere Gegner in Isekai-Anime. Staffel 1 gibt es bei uns auf Crunchy. Da findest du dann auch die zweite. Kommen wir nun zu einem richtigen Klassiker, und zwar Shaman King. Dieser Fighting Shonen von 2001 bekommt nun ein Remake. Aber nicht nur das, der Anime soll auch den kompletten Manga adaptieren, also wie bei Brotherhood oder eben auch Fruits Basket. Du musst also nicht vorher die originale Serie gesehen haben. Es ist also keine Fortsetzung. Aber
aber ich wollte den Anime trotzdem mal erwähnen, denn da werden einige sich sicherlich drüber freuen. Wo er jedoch läuft, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Weiter geht's mit Zombieland Saga Revenge. Hier beißen jedoch die Mädels keine Menschen und verwandeln sie dann in Zombies, sondern sie fressen regelmäßig das Mikrofon. So geht es bei Zombieland Saga nämlich um singende Zombies. Also wenn das dein Interesse nicht geweckt hat, dann weiß ich auch nicht mehr. Staffel 2 startet am 8. April und zwar bei Crunchyroll. Dort gibt es auch die erste. Kommen wir nun zu dem Hype-Anime aus der Season. Und das ist schon jetzt klar, nämlich My Hero Academia. Da geht es bald weiter und zwar schon mit der 5. Staffel. Meine Güte. Mal schauen, ob uns auch diese Season mit ihren Kämpfen in Atem hält. Los geht's schon am 27. März. Hoffentlich ist das kein Recap-Special, also wo nochmal die vorherigen Staffeln zusammengefasst werden. Staffel 1 bis 4 gibt es bei Anime On Demand. Aber das soll es dann auch schon gewesen sein. Über welche Fortsetzung freust du dich am meisten? Schreib es doch gerne in die Kommentare, drücke auf den Gefällt-Mir-Button und abonnieren nicht vergessen. Man sieht sich im nächsten Video. Bis dann!